Es geht um Probleme mit anderen Menschen. Wir alle haben immer Probleme mit anderen Menschen. Und ich will dir, euch kurz erklären, was das für ein unglaubliches Geschenk ist, wenn wir erkennen, was wirklich dahinter steckt. Probleme mit anderen Menschen sind eigentlich die einzigen Probleme, die wir haben. Wenn wir es mal wirklich ganz nüchtern betrachten, was haben wir sonst noch für Probleme? Probleme mit Gesundheit. Das klammere ich jetzt hier mal aus. Es funktioniert aber dennoch nach demselben Prinzip. Aber jetzt in diesem Video konzentrieren wir uns mal auf die Probleme mit anderen Menschen. Wir haben meistens Probleme mit anderen Menschen, weil wir uns nicht gehört, respektiert, anerkannt, beachtet, geliebt, gewollt, unterstützt und so weiter und so fort fühlen. Das sind die Probleme, die wir mit anderen Menschen haben. Und meistens unser Reflex ist, wir lehnen diese anderen Menschen ab. Wir sagen, ah, das ist blöd oder es interessiert mich nicht oder die Meinung von denen interessiert mich nicht oder da stehe ich drüber und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz macht das was mit uns, weil sonst würden wir ja nicht wahrnehmen, dass wir ein Problem mit anderen Menschen haben. Und die besten Probleme, sage ich mal, das sind die Probleme mit nahestehenden Menschen in engen, intimen Beziehungen, weil die spüren wir am meisten, die spüren wir am tiefsten. Je weiter entfernt jemand von uns ist, wenn der uns triggert oder wir denken, oh, der ist so arrogant oder der ist so überheblich oder der ist so falsch oder der ist so fake, da können wir sagen, pff, hat ja nichts mit mir zu tun. Und deswegen sind da auch die Erkenntnisse und die Learnings weniger. Respektive, wir werden nicht so reingepresst in die Erkenntnisse und in die Learnings. Aber wenn uns jemand wichtig ist, wenn uns jemand nahe steht, dann treibt es uns doch dazu, ein bisschen näher hinzuschauen. Und grundsätzlich kann ich hier mal sagen, diese Probleme mit anderen Menschen haben nie etwas mit den anderen Menschen zu tun. Es sind immer meine Probleme. Und zwar mache ich das jetzt auch mal pauschal. Es sind immer meine Ängste, die ich dadurch sehe und spüre. Und diese meine Ängste, die will ich ja meistens nicht sehen. Die will ich ja ablehnen. Und genau aus diesem Grund lehne ich dann die Menschen ab, die in mir diese Ängste getriggert haben. Und das wiederum führt dazu, dass ich kein Wachstum habe, dass ich Vermeidungsstrategie fahre, dass ich ausweiche und das Schlimmste, dass ich noch mehr Ängste bekomme. Ich mache ein Beispiel. Du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich nicht geliebt. Das passiert ganz, ganz oft in einer Beziehung, dass wir das Gefühl haben, mein Partner, mein Freund, das können auch freundschaftliche Beziehungen sein, oder meine Mutter interessiert sich nicht für mich. Das ist denen egal. Ich komme nicht an die ran, die machen zu, die lehnen mich ab. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dieses Gefühl ist eigentlich eine Angst. Weil was passiert, wenn du abgelehnt wirst? Wenn du nicht mehr dazugehörst, wenn du nicht akzeptiert bist, dann hast du ein riesengroßes Gefühl von nicht gut genug zu sein. Und das wiederum triggert die Angst, verlassen zu werden. Entweder körperlich, dass jemand weggeht, oder einfach emotional, dass man alleine ist, dass man sich einsam fühlt, dass man niemanden mehr hat, dass man einfach keine Verbindung mehr fühlt. Und dann hat man das Gefühl,
Die anderen, der andere lehnt mich ab, macht zu. Und das Wichtige daran zu erkennen ist, der andere ist du. Und jetzt wäre es an der Zeit, sich hier die Frage zu stellen und sagen, wo mache ich zu? Wo lehne ich etwas ab an dem anderen? Und es können so kleine Dinge sein, die Energie ist trotzdem da. Wenn du an deinem Partner irgendeine Kleinigkeit permanent ablehnst, wenn dich irgendetwas stört, wenn du irgendetwas nicht magst, egal ob es nur die Zahnpastatube ist, die nicht zugemacht wird, oder ob es andere Dinge sind, die Art und Weise, wie er sie spricht, ist oder was auch immer einen da klein stören kann. In dem Moment, wo du das realisierst, dass du das ablehnst und dass du das nicht magst und dass dich das nervt und dass dich das stört, machst du zu. Du machst die Verbindung zu. Du machst deine Energie zu. Du lehnst ab. Und da ist es völlig egal, ob du was gesagt hast oder gesagt hast, das stört mich oder das mag ich nicht. Oder ob du es einfach stillschweigend akzeptierst oder hinnimmst. Aber solange da von dir die Einschätzung, die Beurteilung da ist, das stört mich, das mag ich nicht, sagst du dem anderen ganz klar ins Gesicht, energetisch, auch wenn du kein Wort sagst, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Und das ist eine klare Aussage. Ich mag dich nicht. Dann spürt der andere deine Energie, dass du ihn nicht magst, dass du ihn ablehnst, dass du ihn verurteilst. Und das genügt schon, dass dir genau diese Ablehnung reflektiert wird. Du spürst es. Auch wenn der andere sich verhält wie immer, alles irgendwie Daily Business ganz normal merkt, irgendwie merkst du, irgendwas stimmt da nicht. Dann wirst du unsicher. Dann wirst du unsicher, weil du nicht weißt, warum. Und dann kriegst du noch mehr Angst. Und weil du noch mehr Angst kriegst, die du nicht haben möchtest, lehnst du den anderen noch mehr ab. Du wirst noch unsicherer, weil du nicht weißt, was läuft. Und im Prinzip könntest du ganz einfach wissen, was läuft. Es läuft das, dass du den anderen abgelehnt hast. Und in vielen, vielen Beziehungen weiß man schon nicht mal mehr, wann man angefangen hat, den anderen abzulehnen. Das können kleine Auseinandersetzungen gewesen sein, das können kleine Diskussionen gewesen sein, wo man sich nicht verstanden oder nicht angenommen gefühlt hat. Und dann fängt es schon an. Und das ist wie ein verschmutztes Wasser, ist es eine verschmutzte Energie. Und wenn du nicht fertig bringst, das zu erkennen und da wieder in die komplette Akzeptanz deines Gegenübers, deines Partners, deines Freundes, in die bedingungslose Akzeptanz und eben auch bedingungslose Liebe zu kommen, wird sich dieser Kreislauf und dieses Spiel ewig weiterziehen. Und du wirst immer glauben, der andere ist schuld. Du wirst immer glauben, der andere hat einen Fehler gemacht. Du wirst immer glauben, wenn der andere nicht so und so reagiert hätte, wenn der andere nicht das und das gesagt hätte, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber die allerwenigsten begreifen, dass sie der Auslöser sind dieser ganzen Misere. Ich bin es immer selber. Ich bin immer selber der Auslöser dieser Misere. Und wenn ich das grundsätzlich weiß, kann ich da nach hinten schauen und kann schauen, was war mit mir los, wie habe ich reagiert, wann habe ich zugemacht, wann habe ich angefangen abzulehnen, wann bin ich aus der Liebe, aus der wirklich positiven Haltung meinem Gegenüber ausgestiegen. Und da wieder zurück einzusteigen, das bedarf eine riesengroße Entscheidung und vor allem ein wahnsinniges Verständnis von uns als energetische Wesen und wie Energie funktioniert.
Und da bei Energie, wenn ich mit Energie arbeite, wenn ich Energie verstehe, dann brauche ich kein Ego dazu. Da muss das Ego draußen bleiben. Da darf es keinen Stolz geben, da darf es keine Gerechtigkeit geben, dann darf es nicht, wenn du, wenn ich, diesen Ping-Pong-Effekt geben, sondern dann muss man lernen, genau diese energetischen Zusammenhänge zu erkennen und sich als die einzige immerwährende Ursache jeglicher Energie wahrnehmen und die Verantwortung dafür übernehmen. Und warum das uns so schwer fällt oft, das ist, weil das Ego dazwischen fuscht. Und das Ego, das hat ganz viele Überzeugungen und Ideen und Glaubenssätze und so weiter und so fort, wo uns das vernebelt wird, dass ich die Energie bin und dass ich dazu stehen kann und dass es hier nicht darum geht, dass ich irgendwie ein Gesicht zu verlieren habe, einen Stolz haben muss oder was weiß ich nicht was, sondern ich muss mich in mir so verändern, dass mein Pushed Out, dass mein Gegenüber mir wieder das reflektieren kann, was ich will. Und wenn der mir Ablehnung reflektiert, ich möchte aber Liebe und Anerkennung und Annahme von mir, dann muss ich zuerst in dieser Energie sein, dass ich den Gegenüber annehme und nicht ablehne. Und dazu braucht es ganz klares Selbstkonzept, wer ich selber bin und nicht mein Ego-Selbstkonzept, sondern ich als energetischer Schöpfer, Generator, als Macht und Power dessen, was da draußen sich manifestiert. Und da brauche ich keinen Stolz, da brauche ich keine Bedingung dazu, da brauche ich keinen Erlaubnisgeber. Das bin ich einfach, weil ich es bin. Und genau darum geht es bei meinen Teachings, bei meinen Divine Design Teachings, dass ich genau diese Zusammenhänge verstehe, dass ich verstehe, wie ich Energie bin, wie meine Gedanken tatsächlich Energie generieren, meine Ansichten, auch wie ich eben mein Gegenüber sehe, meine ganzen Interpretationen und Rückschlüsse. Und solange die noch aus einem Ego-Standpunkt heraus funktionieren, wie ich programmiert worden bin, wie ich mich auch selber programmiert habe, auf Basis von Flucht und Angstmechanismen, die mich eben in diese Problematik hineintreiben. Und da muss ich raus. Und da kann ich raus. Ich gehöre da gar nicht hin. Ja? Ich darf da jederzeit aussteigen, in mein Divine Design einsteigen. Das bedingungslos gut ist. Das bedingungslos alles Recht hat, einfach nur grundlos die Sachen zu lieben, die ich lieben möchte. Und wenn da mein Partner im Außen ist, der gerade wenig liebenswert erscheint, ich aber meinen Partner lieben möchte, dann muss ich eine neue Version oder eine alte Version oder die wahrhaftige Version, die Divine Design Version von ihm mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken verbinden. Und wenn ich das nicht schaffe, weil mein Ego immer wieder sagt, ja, aber das kann doch jetzt nicht so schnell anders sein und jetzt hat er doch gestern das noch gesagt und vorgestern hat er das gesagt und letzte Woche das und so weiter und so fort, das kann ich nur zur Seite lassen. Ich muss es nicht mal verzeihen, weil ich muss es einfach nur verstehen, dass es ehemals meine ursprüngliche Kreation war und dass ich die aber nicht mehr weiter nähren will, dass ich die nicht mehr weiter haben will, dass ich die einfach zur Seite stellen kann und eine neue Version von mir und von meinem Push-Out, von meinem Gegenüber jederzeit generieren und kreieren kann. Und dann manifestiert sich all das, was dazu gehört, im Außen. Und deswegen ist Manifestation auch gleichzeitig Heilung, weil ich eine neue Version von mir, eine geheilte Version von mir heraushole, manifestiere und gleichzeitig mein Gegenüber, all meine Push-Outs, nichts anderes sein können als eine Reflexion meiner selbst. Und das braucht ganz schön viel Veränderung und Transformation in meinem Denken. In meinen Ansichten, dass ich die Welt wie Energie sehe, dass ich da wirklich keine Ego-Stories mehr dahinter geltend habe. Und das kann sofort passieren,
Weil in dem Moment, wo ich von einem Seinszustand in den anderen switche, switcht mein Pushed Out auch. Und ich habe selber, genauso wie meine Coaches, multiple, unzählige Male erlebt. Aber das geht nur, wenn du diesen Mindset hast, dieses Verständnis hast, das dir erlaubt, dich von einem Moment zum anderen zu verändern. Dann hast du von einem Moment zum anderen Heilung. Dann hast du von einem Moment zum anderen eine komplett neue Welt da draußen. Das kann natürlich dein Ego-Mind überhaupt nicht fassen, weil er ja alles Mögliche an Geschichten und Bedingungen, Analysen und Zusammenhänge hat, wo er dir sagt, nö, das geht ja nicht. Aber wenn du das beiseite lässt und nur in Energie denken lernst, dann kannst du Wunder und Zauber kreieren. Moment für Moment für Moment. Und das ist das Großartige an uns Menschen, an unserem Divine Design. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wer wir wirklich sind als energetische Wesen und nicht keinen spirituellen Wuhu-Geschichte drumherum bauen, sondern einfach sagen, es ist Energie. Und die Energie generiere und kreiere ich und sie manifestiert sich im Außen. Da brauche ich keine Logik, keine Analyse, keine Zusammenhänge, sondern da muss ich einfach nur dieses Prinzip verstehen und gleichzeitig meinen Verstand, der eben Ego geprägt und programmiert ist, umprogrammieren. Und das geht nur durch Verständnis. Das geht nur durch Verständnis, weil ich werde nie Dinge tun oder Handlungsmuster verändern, Gewohnheiten verändern, ohne dass es auf einem Verständnis basiert. Und das sind meine Teachings, das ist mein Ansatz. Er wirkt Wunder, es ist nicht nur Manifestation, es ist Heilung und es ist natürlich auch Wachstum. Und ich muss ja wachsen, ich muss ja zu dieser gewachsenen Persönlichkeit werden, ich muss meiner Wunschrealität gewachsen sein, weil wenn ich meiner Wunschrealität nicht gewachsen bin, dann wird sie vielleicht ganz kurz erscheinen, aber nie ein stabiler Normalzustand sein. Wenn dich das interessiert, vertieft zu lernen, gibt es ganz, ganz viele Angebote bei mir. Ich habe eine Facebook-Gruppe, wie gesagt, sogar zwei Facebook-Gruppen. Die eine ist ein bisschen intimer, die andere ist größer. Da geht es einfach allgemein um diese Teachings. In der kleineren Gruppe teile ich meine ganz privaten und persönlichen Erfahrungen. Auch findest du mega viele Teachings auf meinem YouTube-Kanal. Sei also herzlich eingeladen in meine Divine Design-Welt, wo alles perfekt und wunderschön ist, wo ich dir den Weg zu deinem paradiesischen Leben zeige, der aber nicht mit Honig ausgelegt ist, sondern er ist mit einem permanenten, Anführungsstrichen, Kampf zwischen Ego und Divine Design begleitet, wo wir immer weiter dieses Level-Up-Spiel betreiben. Weil wenn alles nur Eitelheit, heiter Sonnenschein wäre, dann würden wir uns einfach nicht bewegen. Wir wollen uns aber bewegen, weil wir sind ja energetische Wesen. Deswegen haben wir Emotion, Energie in Motion, Energie in Bewegung. Und das ist eigentlich unsere Berufung, dass wir durch unsere eigene Bewegung, durch unsere Level-Up-Bewegung immer weiter wachsen und geniale, geile Realitäten und Erfahrungen und Erlebnisse für uns in unserem Leben zu dieser Lebzeit hier generieren und kreieren. Also, es gibt keine Probleme mit anderen Menschen. Wenn du jemand bist, der sagt, genau diese Probleme mit anderen Menschen bremsen mich, stoppen mich, blockieren mich, machen mich unglücklich, sorgen dafür, dass ich viele Sachen nicht tue, nicht mache, die ich eigentlich gerne machen würde, dann bist du hier bei mir ganz, ganz richtig. Ich habe einen Haufen Selbstlernkurse auch auf meiner Homepage mywellfeeling.com, wo du sofort kaufen kannst und Self-Study machen kannst. Einführung zum Divine Design Energetics ist ein mega genialer Kurs, den ich dir ans Herz lege. Ganz viele Masterclasses oder eben auch kannst du anfragen für 1:1 Coaching oder noch 4 Monate Ultramind,
wo du wirklich mit den genialsten Ladies zusammen in einer Gruppe bist und dich weiterentwickelst. Das war's für heute und wir sehen uns ganz bald. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao.